Herzlich willkommen zu meinem Video über Halloween. Mein Name ist Bernd Ehebrecht. Im Folgenden geht es weniger um die Entstehungsgeschichte, obwohl ich natürlich kurz darauf eingehe. Vielmehr geht es um das, was heutzutage an Halloween sichtbar und unsichtbar geschieht, genauer gesagt in der Nacht von Halloween. Vielleicht ist der eine oder andere von Ihnen der Meinung, ich hätte mit meinem Videotitel übertrieben. Aber lassen Sie sich überraschen, besonders vom Inhalt der beiden abschließenden Auszüge von Erfahrungsberichten einer ehemaligen Hexe und eines ehemaligen Satanisten. Halloween hat seinen Namen von All Hallows Eve, dem Allerheiligen Vorabend, und bezeichnet die Volksbräuche am Abend des evangelischen Reformationstages und in der Nacht vor dem katholischen Hochfest aller Heiligen, also vom 31. Oktober auf den 1. November. Dieses Brauchtum war ursprünglich vor allem in Irland verbreitet. Es war das Fest der keltischen Druiden zu ihrem Jahresende, die Nacht zum keltischen Neujahrsfest Samhain. Man glaubte, in dieser Nacht würden verstorbene Geister und Hexen auf der Erde ihr Unwesen treiben. Durch gruselige und furchterregende Verkleidungen wollten die Kelten diese Wesen einschüchtern und vertreiben. Auch große Feuer sollten die bösen Geister fernhalten, und vor den Häusern standen kleine Gaben, die die Geister im Notfall besänftigen und von Untaten abhalten sollten. Die irischen Einwanderer in den USA pflegten ihre Bräuche in Erinnerung an die Heimat und bauten sie aus. Seit den 1990er Jahren verbreiten sich Halloween-Bräuche in US-amerikanischer Art auch auf unserem Kontinent. Wie diese Bräuche hierzulande aussehen, das kennen Sie mehr oder weniger, daher muss ich dazu nicht viel sagen. Halloween steht heutzutage ganz im Zeichen des Grusels. In Anlehnung an die alten keltischen Rituale soll die Verkleidung der Menschen möglichst furchteinflößend sein und auch die häuslichen Anwesen werden oft entsprechend dekoriert. Man höhlt Kürbisse aus und schnitzt Gesichter in die Schale, meist Fratzen und Grimassen. In dem hohlen Kürbis wird eine Kerze angezündet und der leuchtende Kopf vor die Haustür gestellt. Zum einen ziehen Kinder und Jugendliche als Hexen, Gespenster, Monster, Zombies, Vampire oder Ähnliches verkleidet von Haustür zu Haustür und erbetteln sich kleine Aufmerksamkeiten, teilweise mit deutlich erpresserischem Ton. Süßes oder Saures lautet der Schlachtruf der Besucher, die Süßigkeiten oder kleine Geschenke einfordern. Gibt der Anwohner nichts, muss er mit einem Streich rechnen, der manchmal eindeutig zu weit und in Richtung Sachbeschädigung geht, wenn zum Beispiel rohe Eier gegen Hauswände geworfen werden. Das hat mit Spaß dann nichts mehr zu tun. Zum anderen treffen sich skurril kostümierte Erwachsene zu Gruselpartys, auf denen auch Horrorfilme gezeigt werden. Kulinarisch versüßt, zum Beispiel durch Kekse in Form von abgetrennten Fingern, sogenannte Hexenfinger oder anderes nettes Backwerk. Obwohl Halloween seine heidnischen Wurzeln hat, kann man sicher davon ausgehen, dass die meisten Menschen, die verkleidet herumziehen oder Gruselpartys besuchen, dies nicht tun in der Absicht, heidnische Götter, dämonische Kräfte oder gar den Teufel zu verehren, sondern die meisten wollen einfach nur einen besonderen Spaß haben. Doch wer eine Verkleidung anzieht, streift sich diese Persönlichkeit für eine Zeit über und identifiziert sich mit ihr. So besteht aus meiner Sicht, besonders bei Kindern und Jugendlichen, die ernstzunehmende Gefahr,
dass sie Gefallen an dieser Art Verkleidung und ihrem damit verbundenen Auftreten finden und so von dieser dunklen Welt immer mehr fasziniert werden. Sorglosigkeit seitens der Gesellschaft ist daher sicher nicht die richtige Einstellung zu dieser Art von Freizeitgestaltung. Das ist die sichtbare Seite von Halloween. Das Unheimliche an dem nächtlichen Treiben von Halloween ist jedoch, dass es auch eine unsichtbare Seite gibt, eine wirklich dunkle Seite, die nicht in die Öffentlichkeit gelangt und die sich manche, vielleicht auch viele, nicht vorstellen können. Lange bevor der Halloween-Kult nach Europa übergeschwappt ist, hat der Amerikaner Anton Chandler LaVey die Halloween-Nacht schon als großes Fest der Teufelsverehrung verstanden. Er kannte die vielen Aktivitäten in dieser Nacht. Nicht nur die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, die der Verkaufsstrategie der Vergnügungs- und Marketingindustrie auf den Leim gehen und sich nun in naiver Weise mit okkulten Spielchen amüsieren oder sogar okkulte Praktiken austesten, ob sie funktionieren, sondern auch, dass wirkliche Okkultisten und Satanisten vermehrt an Halloween ihre dunklen, unheilvollen Praktiken in ihrer ganzen Vielfalt vollziehen. Wenn Sie konkrete Informationen über okkulte und esoterische Praktiken haben möchten, empfehle ich mein gleichnamiges Video. In ihm mache ich aus christlicher Sicht auch grundsätzlich auf die Risiken der Ausübung solcher Praktiken aufmerksam, sodass ich hier und jetzt nicht darauf eingehe. Wer war nun der genannte Anton LaVey? Er war 1966 Gründer der amerikanischen Satanskirche und 2 Jahre später Verfasser einer satanischen Bibel. Seitdem existiert der moderne Satanismus als praktizierter Satanskult. LaVey wusste also, von was er spricht, wenn er Halloween als Fest der Teufelsverehrung ansah. Und das ist es inzwischen auch in Europa. Dass dies alles, auch die Verkleidungen und kindlichen Streiche, für Christen tabu und ein sogenanntes No-Go sein sollte, versteht sich eigentlich von selbst. Ich erwähne es wirklich nur der Vollständigkeit halber. Und die widergöttliche Seite nutzt es rücksichtslos und zielgerichtet aus, wenn sich Menschen freiwillig deren Atmosphäre und Zauber öffnen. Es ist keine Frage, man erntet, was man sät. Denn Dämonen spaßen nicht. Nachfolgend 2 aufrüttelnde Berichte von Menschen, die aus erster Hand über ihre Erfahrungen berichten. Die ehemalige Hexe Beth Eckert warnt eindringlich und gibt ein längeres Zeugnis, aus dem ich Ihnen die wesentlichen Aussagen vortrage. Zitat: Finstere Mächte sind eine Realität. Bevor ich Jesus kennenlernte und Christ wurde, war ich viele Jahre lang eine praktizierende Hexe. Ich beschäftigte mich intensiv mit okkulten Praktiken, Weisermagie und dem Wicca-Kult. Es faszinierte mich, übersinnliche Fähigkeiten zu entwickeln und Zugang zu unsichtbaren Mächten zu haben. Halloween war immer eines meiner Lieblingsfeste. Mein Mann und ich hatten kistenweise Kostüme und Dekoration für Haus und Garten. Heute warne ich vor diesem Fest, denn es ist nicht so harmlos, wie es scheint. Für Hexen, Neuheiden, Luziferianer und Satanisten ist dieser Tag bis heute der höchste Feiertag im Jahr. Hexen glauben, dass an diesem Tag der Vorhang zur unsichtbaren Welt ein Stück weit geöffnet wird. Leider habe ich selbst erlebt, dass das stimmt. In der Nacht vom 31. Oktober versammeln sich weltweit okkulte und satanische Kreise
und führen verschiedene Rituale durch, um den Geistern Tür und Tor zu unserer Welt zu öffnen. Diese Nacht soll geistlich eine Veränderung bringen. Ich habe erlebt, dass es finstere Mächte, Geister und Dämonen tatsächlich gibt. Die unsichtbare Welt ist real. Besonders an Halloween habe ich verschiedene Riten und Praktiken ausgeführt, um mit den Toten sprechen zu können und mit Vorfahren in Kontakt zu kommen. Man betritt die unsichtbare Welt und wird Teil eines geistlichen Raumes, den man nicht sehen kann, den es aber gibt. Dabei wollte ich gar nichts Böses oder Negatives. Ich dachte, ich bin eine gute Hexe. Mir war nicht bewusst, dass ich mich auf Dämonen und den Teufel selbst einließ. Aber der Teufel tut niemals etwas Gutes. Weil sich so viele Gruppen in dieser Nacht versammeln und die Geister und Dämonen heraufbeschwören und einladen, sind in dieser Nacht tatsächlich finstere Mächte auf besondere Weise freigesetzt. Ich will Klartext reden, Halloween ist ein traditionell satanisches Fest. Und selbst wenn sich Satan in manchen Kreisen als der Gute tarnt, ist er in Wahrheit der Verdreher, der Verwirrer, der Zerstörer, das Böse. In seinem Namen passieren besonders in dieser Nacht schreckliche Dinge. Viele sagen, dass sie sich an Halloween einfach nur verkleiden und Spaß haben wollen. Sie wollen gar nichts mit Okkultismus oder dem Teufel zu tun haben. Aber wer mitfeiert, setzt sich meiner Meinung nach den finsteren Mächten aus, die in dieser Nacht umherstreifen. Ich war zutiefst verstrickt in Zauberei und Hexenkult und das hatte schlimme Auswirkungen auf mein Leben. Wie Gott in mein Leben eingegriffen hat, wie Jesus mich aus diesen Bindungen befreit hat, ist unfassbar. Er hat mich buchstäblich der Hölle, dem Tod und der Zerstörung entrissen und mich aus der Finsternis ins Licht gebracht. Als ich zum Glauben an Jesus kam, war mir deswegen klar, dass ich Halloween nicht mehr feiern kann. Für meine Kinder war das schwer zu verstehen. Aber ehrlich gesagt, können sie sich das ganze Jahr über verkleiden und Süßigkeiten essen. Nur nicht an Halloween. Ich möchte der Finsternis nie mehr Raum in meinem Leben geben, selbst wenn sie sich als lustig, gruselig und harmlos tarnt. Es ist eine grausame Realität, dass am 31. Oktober sehr viel Böses praktiziert wird. Menschen verschwinden. Kinder und Jugendliche werden in satanischen Riten missbraucht. Von diesen üblen Machenschaften des Teufels will ich mich bewusst distanzieren. Das alles ist vielleicht schwer zu verstehen, wenn man die finstere Seite nie kennengelernt hat. Aber die unsichtbare Welt ist real, auch die Bibel spricht davon. Wir sollten uns und unsere Kinder davor bewahren, uns dieser Welt auszusetzen. Da draußen hängen Dämonen rum, die nur darauf warten, dass man ihnen Tor und Tür öffnet. Das ist nicht harmlos, es ist nicht lustig, es führt ins Verderben, das habe ich selbst erlebt. Zitat Ende. Schließlich ein Auszug aus einem Bericht des ehemaligen Satanisten und Voodoo-Priesters John Ramirez. Zitat: Bevor ich Christ wurde, war ich Satanist. Ich habe Erfahrungen mit dunklen Mächten gemacht, vor denen ich warnen muss. Deswegen kann ich auch nicht so tun, als wäre Halloween ein harmloses Gruselfest. Viele Leute glauben nicht, dass es den Teufel wirklich gibt. Aber leider habe ich andere Erfahrungen gemacht. Satan ist real und seine Macht ist zerstörerisch. Unter Satanisten und in Hexenkreisen
ist Halloween nach wie vor der oberste Feiertag, ein Fest des Schreckens und des Todes. Das Lieblingsfest des Teufels. Es ist eine traurige Tatsache, dass in dieser Zeit des Jahres die meisten Kinder verschwinden. Während Halloween finden die häufigsten satanisch-okkulten Ritualverbrechen statt. Und trotzdem tun alle so, als wäre Halloween ein lustiges, harmloses Verkleidungsfest. Der Teufel steht auf Halloween, das wusste ich früher sehr genau, weil die Menschen sich ihm an diesem Tag völlig unbedarft und naiv zuwenden. Spielerisch öffnen sie sich für Geister und Dämonen. Aber mit den finsteren Mächten kann man nicht spielen. Zitat Ende. Lassen Sie sich von der Werbung nicht täuschen. Halloween ist nicht happy, sondern für Hexen und Satanisten nach wie vor das wichtigste Fest im Jahr und ihr höchster Feiertag. Wollen Sie wirklich mit ihnen zusammen ein Fest feiern? Machen Sie es gut und denken Sie bitte ernsthaft darüber nach, was Sie oder Ihre Kinder an Halloween tun oder lassen.